Guten Morgen. Heute ist der Hallo. Tag, bevor wir in den Urlaub fahren. Und heute wird sich alles ums Packen, Organisieren etc. drehen. Ava und Ian sitzen da gerade auf dem Sofa. Via ist natürlich auch dabei. Und was macht ihr? Hörspiel aus. Wir brauchen nur noch eins, damit es nicht so langweilig ist. Auf der Autofahrt. Wir fahren nämlich 6 Stunden im Auto. Ian muss hier bleiben und arbeiten, der arme Sechs Kerl. Stunden hin, 6 Stunden zurück. Was war das, wo die Zombie-Leute keine Zombie-Leute. Sonne sehen dürfen? Das war gerade für die beiden ganz seltsam, Deutsch zusammen zu sprechen. Deswegen war das so stocken. Auf jeden Fall hören Ava und Ian im Auto immer auf einer Autofahrt Goosebumps. Das sind so bisschen unheimliche Geschichten für Kinder. Ich finde die ja persönlich gar nicht gut. Ich mag sie auch nicht, aber Ian findet die toll und Ava steht da total drauf. Und Hauptsache, sie ist gut entertained auf der Autofahrt und dann suchen die sich gerade, ich glaube, 2 Bücher für die Hinfahrt und 2 Bücher für die Rückfahrt aus. Und ja, so muss die Ivy wenigstens sich dann die ganze Zeit auf ihrem iPad herumdaddeln, was ich noch weniger mag. Genau, also sind sie dann, ist sie dann versorgt. Wie gesagt, Ian bleibt hier, der hat leider keinen Urlaub bekommen. Und wir treffen uns mit Sandra und Isi von der kleinen Familienwelt, freuen uns total. Wie ihr seht, ich bin noch gar nicht fertig gemacht. Ich habe heute früh noch ganz schnell meinen Vlog fertig gemacht, der heute kommt. Jetzt mache ich mir Kaffee und ich habe hier Porridge in der Tasse. Den mache ich mir jetzt auch. Dann frühstücke ich, schminke mich und dann mache ich mich langsam ans Packen zusammen mit Avi. Ich habe mich fertig gemacht und ich zeige euch einfach mal kurz, welche Schminksachen ich mit in den Urlaub nehme. Ich glaube, sowas interessiert euch ja auch immer total. Das ist auch gar nicht so viel. Ich habe hier verschiedene Gesichtsprodukte und da habe ich eigentlich auch das meiste. Und zwar von Natasha Denona nehme ich hier diese kleinen Blush- und Highlighter-Duos mit. Dann habe ich von Hourglass noch einen ganz, ganz tollen Highlighter. Von Tarte dieses Trio. Den nehme ich übrigens manchmal als Lidschatten und das sind dann nochmal 2 Wangenprodukte. Dann von Emma Sam den Magic Finish. Der ist übrigens ganz, ganz toll. Und dann hier mein Puder. Dann hier meine absolute Lieblingsmascara, auch von Tarte. Eyeliner, Augenbrauenprodukt, nehme ich immer Brow Drama von Maybelline, ist ganz, ganz toll. Und 4 Lippenstifte. Hier sieht man es jetzt nochmal, ihr könnt sehen, das ist wirklich nicht viel. Ich habe euch noch gar nicht verraten, wo wir hinfahren. Wir fahren nach Österreich in den Dachsteinkönig und es sind von uns etwa 6 Stunden Fahrt, wenn alles gut geht. Mit Pause 7 bis 8 Stunden, denke ich, brauchen wir morgen. Ich habe jetzt oben schon mal angefangen, die ersten Sachen rauszuholen, die wir mitnehmen wollen und ja, muss jetzt noch eine Maschinewäsche anmachen. Nehme ich euch auch gerade mal mit runter. Ach, und schaut mal, ich hatte ein neues Hundebett für die Via bestellt, weil mir diese Situation da nicht so gut gefällt. Weil das Bettchen ist jetzt ganz süß. Irgendwie nimmst du das jetzt auch an. Das letzte Mal hat sie das gar nicht angenommen. Aber das andere Bettchen, was wir noch haben, gefällt mir gar nicht. Und am liebsten liegt die Vivi einfach in der Küche, wenn sie mal ein paar Minuten Ruhe möchte und geht gar nicht so sehr in ihr Tipi. Das Tipi habe ich jetzt erstmal weggeräumt und habe 2 neue Betten bestellt. Eins ist schon da und ich muss es leider zurückschicken, obwohl es wunderschön ist. Schaut mal, so sieht es aus. Es ist jetzt natürlich hier verkehrt rum drin. Ich will es aber auch nicht rausholen. Das ist so ein Rattanbett, ein bisschen erhöht. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie das eigentlich aussehen soll. Ich habe die Größe XS bestellt. Das ist aber 1 Meter breit. Da habe ich einfach nicht geguckt. Ich dachte, XS stand für sehr kleine Hunde. Das sieht man immer. Man sollte immer auf die Abmaße achten. Das passt zum einen nicht zu uns in die Küche. Und unsere Mini-Via, die würde sich ja auf so einem meterbreiten Bettchen total verloren fühlen. Ihr habt ja gesehen, wie klein ihr jetziges Bett ist. Und Hunde mögen es ja gerne kuschelig. Also ist es leider nichts. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ob ich es vielleicht umtauschen kann. Aber das ist tatsächlich XS und die kleinste Größe. Also muss ich mir nach dem Urlaub da was anderes einfallen lassen. Und das andere Bett, das ich bestellt habe, ist definitiv kleiner. Das zeige ich euch, wenn es da ist. Ah, Ian ist unten gerade am Fußboden verlegen und ich mache jetzt meine zweite Maschine Wäsche für den Tag an. Ich habe meine Wäsche wie immer hier in so einem IKEA-Beutelchen und bei uns ist es so dunkel draußen. Heute ist kein schöner Tag, es ist mega bewölkt, total
adiesig, windig. Naja, was soll's. Ich habe dann heute definitiv noch zwei Maschinen Wäsche zu waschen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ihn gerade macht. Denn er verlegt den Boden in unserem neuen Fitnessraum. Schaut, hier ist der Raum. Die Fenster müssen natürlich noch geputzt werden. Ian hat gestern hier schon ein Licht aufgehängt, die Rohre werden noch verkleidet. Und ja, hier wird jetzt der Boden verlegt. Das machst du gut. An die Wand hinter uns kommt dann noch ein ganz, ganz großer Spiegel. Und jetzt halt das natürlich hier drin noch, aber wenn dann erstmal, wir haben einen, so ein, was haben wir für ein Bike hier in ein? Spinning Bike, jetzt habe ich selber wieder. Das kommt dann hier rein, dann haben wir noch so verschiedene Matten besorgt, die dann die Hälfte des Bodens bedecken. Da kann man dann mit Hanteln oder Kettlebells viel besser arbeiten. Und der Boden ist total schön, den haben wir schon an zwei Stellen liegen und verlegen den halt jetzt auch hier nochmal. Das ist so ein Vinylboden in Holzoptik. Hier liegt er übrigens auch total dreckig, den muss ich natürlich dann auch putzen. Aber da sind schon ein paar von unseren Hanteln und Kettlebells, die auch alle mal geschrubbt werden müssen. Und seht ihr, so ähnlich wie diesen Boden da, das sind ja so Spielematten, die ich mir für ein Video mit Ava gekauft hatte, haben wir Boden einfach nur in Schwarz besorgt, der dann die Hälfte von diesem Vinylboden überdeckt. Zum einen ist es ein Schutz für den Boden und zum anderen knallen dann auch die Kettlebells oder Hanteln oder so nicht so auf den Boden. So, so feste auf und es, ja, wenn man mal eine Übung auf dem Boden macht, dann ist die wesentlich angenehmer, auch wenn man nochmal eine Matte drüber legt, natürlich aus Hygienegründen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, wenn das Zimmer dann hier fertig ist. Das ist übrigens das Zimmer, das man von dem zweiten Treppenabgang von uns erreicht. Ich zeige euch das gerade mal. Da liegen übrigens die Matten, von denen ich gesprochen hatte. Hier ist natürlich jetzt mega Chaos. Das müsst ihr einfach ignorieren. Ihr wisst, wir sind halt in der Umbauphase. Da ist das immer alles ein bisschen anders. Hier guckt man dann in das Zimmer rein. Der Boden hat übrigens schon eine Trittschalldämmung und alles eingebaut. Deswegen liegen wir drunter nichts mehr. Und hier geht dann die zweite Treppe hoch in den Anbau. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, den Einblick, den kennt ihr ja. Hier ist unser riesen Glasgeländer, das ich so sehr liebe. Oh Gott, die Kamera kommt hier mit den Lichtverhältnissen einfach nicht klar. Ja, aber hier ist unser riesen Glasgeländer. Und da geht es ja dann auch in Avis Zimmer, was mal unsere Küche wird. Und wenn ich jetzt mit dem Rücken zum Bad stehe, ist da vorne dann die Kiste, die ich euch gerade gezeigt habe, also unser Hauptflur. Und hier dann der Treppenabgang. Wir essen jetzt kurz noch was. Und zwar, wie immer, nur eine Kleinigkeit zum Mittag. Ian macht gerade auch Pause, der sitzt da hinten. Und ist aber fast schon mit dem Boden fertig, sagt er. Dann bin ich ganz stolz. Dann gehen wir mit der Via raus, bevor es anfängt zu regnen. Und für heute Abend haben wir geplant, was zu machen, mein Schatz? Koffer zu packen. Und zum Italiener zu gehen. Genau, zum Italiener. Wir wollen heute Abend nochmal gemeinsam los, bevor wir uns dann 6 Nächte nicht sehen, was echt traurig ist. Hier seht ihr übrigens, was ich esse. Und die Ava beißt hier schon ganz fleißig in ihr Brot. Die geht's auch wieder gut, oder? Auf jeden Fall. Und dann seht ihr, Ava hat im Prinzip das gleiche wie ich. Nur lecker. Nur lecker, genau. Ich habe hier oben schon mal ordentlich Unordnung gemacht. Schaut mal. Ava hat ihre Klamotten, die sie mitnehmen möchte, schon rausgehängt. Ich packe die dann weg. Wenn ich die packe, dann verknittern die weniger. Und hier sind die Koffer. Die teilen sich Ava und ich. Das meiste von Ava wird tatsächlich in den rosanen reinpassen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ans Packen machen. Irgendwie nehmen wir auch immer viel zu viel Zeug mit, aber das Auto fährt's ja. Das ist das wirklich Schöne am nicht mit dem Flugzeug verreisen, dass man sich nicht so viele Gedanken machen muss, wie viel man mitnimmt. Weiß nicht, packt ja auch immer viel zu viel ein. Und mir ist es auch immer lieber, einfach ein bisschen mehr dabei zu haben. Denn dann muss ich mir keinen Stress machen, ob ich was vergessen habe, tatsächlich. Ich habe jetzt erstmal angefangen, das ein oder andere rauszusuchen, was wir mitnehmen müssen.
was so Haarkosmetikprodukte betrifft. Shampoo und so gibt es da ja 100 pro vor Ort, da nehme ich nichts mit. Aber wir nehmen immer von Glisskur so ein Sprüh zum Reinsprühen. Dann meine Coco Shine nehme ich mit und dann hatte ich noch hier diese Haarkuren gefunden. Und die sind so klein und handlich, die nehme ich einfach alle mal mit. Dann habe ich mein Parfum, Bodylotion, die sind alle ziemlich leer. Und was habe ich noch hier drinnen? Ach, noch einen Sonnenschutz fürs Gesicht. Ich habe doch da noch einen Sonnenschutz für den Körper, oder? Wo ist der denn hin? Tada, hier ist er. Und das packe ich dann jetzt alles hier rein. Muss ein bisschen quetschen, aber das geht schon. So, als kleiner Tipp, ich hebe immer auch ganz gerne ein bisschen was an Resten an Kosmetikprodukten auf, die ich dann mitten in den Urlaub nehme. Und dann muss ich den ganzen Krempel nämlich nicht wieder mit zurückschleppen. Das reicht dann für eine Woche oder zwei, je nachdem. Und dann kommt der Koffer ein bisschen leichter mit zurück und es räumt sich auch leichter wieder aus. Macht ihr das auch so? Was jetzt auf jeden Fall noch in den Koffer muss, ist dieser Steamer von Philips. Der ist so toll. Und ja, bin schon ziemlich weit gekommen. Ava, es ist schon gepackt und irgendwie ist da nur unnützes Zeug und Unterwäsche bisher drin. Uiuiui. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als einzusehen, dass der Koffer nicht reicht mit dem kleinen rosanen. Denn hier ist noch ganz viel. Oh Gott. Ich habe noch keinen Schmuck für uns gepackt. Meine Oberteile sind noch nicht gepackt. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, wir nehmen diesen Koffer und wartet, ich laufe mit euch rüber. Und anstelle den kleinen pinken, den etwas größeren blauen. Und da habe ich jetzt alles nochmal schnell umgepackt. Der ist leer, der kann jetzt wieder weg. Ich habe jetzt hier übrigens noch so eine Riesentasche, die habe ich von H&M. Die nehme ich normalerweise hier zu Hause und packe da unsere Badesachen rein, wenn wir zum Pool gehen. Denn da braucht man ja auch immer Handtücher und alles. Und das kann ich dann da reinpacken. Und die habe ich jetzt ausgeräumt, die ganzen Sachen, die ich immer hier so zu Hause gerne mit rausnehme, rausgeräumt. Die ist leer, die packe ich dann in den blauen Koffer. Und der hier kommt jetzt wieder weg. Denn wir haben praktischerweise hier im Schlafzimmer so eine kleine Geheimtür, die ist sonst hinter diesem Spiegel. Und da sind unsere ganzen Koffer und Deko-Sachen, schaut mal. Und da schiebe ich jetzt auch schnell den Spiegel wieder davor, dann ist das hier drin wieder ordentlich. Und pack weiter. Und dann wollen wir tatsächlich heute Abend ja auch noch was essen gehen. Glaube ich, habe ich ja schon erzählt. Eva hat sich gewünscht, dass wir zum Italiener gehen, jetzt wo es ihr besser geht. Was ich euch doch noch gerne zeigen wollte, ist, worin ich meinen Schmuck immer aufbewahre, wenn wir verreisen. Und zwar habe ich mir irgendwann mal dieses Teil hier bei Amazon gekauft. Da mache ich dann jetzt die Ketten und Armbänder rein. Hier sind Haare, also Haare, hier sind nicht Haare, hier sind so Spängelchen und Haarbänder, Sachen für die Haare, so, ne? Und hier kann ich jetzt so kleinere Ohrringe reinmachen und hier hinten packe ich dann Avas und meine größeren Ohrringe rein. Und hier ist auch noch Platz für Ringe. Wir sind unterwegs. Es ist super windig, aber gar nicht so kalt, wie ich dachte. Ich bin viel zu warm angezogen. Ava hat es cleverer gemacht als ich. Ich habe immer Shorts an. Shorts und T-Shirt. T-Shirt und Sandalen und ich habe feste Schuhe an. Schaut, ich habe die Schuhe an, Ava hat diese Sandalen und Via hat nur sich an und schnüffelt. Unser Essen ist da. Wir haben alle was mit Käse. So lecker. Ich denke, ich habe am meisten Käse. Du hast am meisten Käse. Hat der Papa gerade von dir Pizza geklaut? Nee, war nur die Kruste. Na, dann ist in Ordnung. Wir sind zurück und ich sehe etwas sonderbar aus. Ich habe nämlich eine Haarkur drin, Ava auch. Und ich mache jetzt gerade noch meine fünfte Maschinewäsche, glaube ich. Die hatte ich heute gar nicht mehr geplant. Und zwar gerade noch die Poolsachen von vorhin. Einfach in die Waschmaschine, dann muss ich ihn darum nicht kümmern, während wir weg sind. Und ich will die nicht eine Woche lang jetzt einfach hier sitzen lassen und einfach trocknen und nicht waschen, bringt sie auch nicht. Also mache ich das schnell und dann fange ich schon an, mein Video zu schneiden, bis wir mit unserer Family quatschen. Ian quatscht jetzt da schon mit seiner Family. Ich habe immer noch die Maske in den Haaren. Ich sage euch jetzt erstmal tschüss. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz bald wieder.